Flux FM in digitaler Gesellschaft. Immer mehr Länder wollen durch Hintertüren auf verschlüsselte Kommunikation und Daten zugreifen. Dem stellen sich viele Organisationen, Unternehmen und auch Einzelpersonen entgegen, darunter der Verein Digitale Gesellschaft. Es gibt einen gemeinsamen offenen Brief, in dem die Regierungen in aller Welt aufgefordert werden, den eingeschlagenen Kurs zu ändern. In welche Richtung? Das wollen wir jetzt mal klären. Der Verein Digitale Gesellschaft ist zu Besuch und dies wird in Zukunft auch regelmäßig erfolgen, was uns sehr freut. Ich begrüße Alexander Sander. Hi! Hi, Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne und immer wieder. Das erste Mal jetzt aber erstmal auf Flux FM. Deswegen wollen wir von dir natürlich hören, wer oder was ist genau die digitale Gesellschaft? Also wir sind ein Verein hier aus Berlin und wir setzen uns dafür ein, dass Menschenrechte und Verbraucherschutz auch im digitalen Raum eine Stimme bekommen, die wir eben dann vertreten. Mhm. Regierung und Geheimdienste, also auf der ganzen Welt, wünschen sich mehr Zugriff auf verschlüsselte Daten zum Kampf gegen Terrorismus und Cyberkriminalität. Sprich, die Privatsphäre der Nutzerinnen und Nutzer soll wie so oft der Sicherheit geopfert werden. Ihr sagt, das geht nach hinten los. Warum genau? Das hat verschiedene Gründe, warum das nach hinten losgeht. Der wichtigste Grund ist wahrscheinlich, dass wenn man diese Verschlüsselung aufbohrt, also dass Geheimdienste eben Zugriff auf zum Beispiel verschlüsselte Kommunikation bekommen, haben auch andere Personen dann diesen Zugriff. Also es könnten zum Beispiel Kriminelle ausnutzen, aber auch eben Terroristen könnten das ausnutzen. Denn wenn im Grunde diese Sicherheitslücke da ist, kann sie eben auch von anderen Personen genutzt werden. Es gibt aber auch Unternehmen, die sich für die starke Verschlüsselung einsetzen, die an eurer Seite kämpfen sozusagen. Warum ist das so? Ja, das ist nicht oft, dass wir gemeinsam mit Unternehmen bestimmte Interessen vertreten. In diesem Fall ist es so, dass auch Unternehmen kein besonders großes Interesse daran haben, dass es eben diese Hintertüren gibt, wo dann eben zum Beispiel auch Cyberkriminelle eben sich Eintritt verschaffen können, weil ja dann eben auch Wirtschaftsspionage möglich ist. Das ist ein denkbares Szenario. Auf der anderen Seite ist aber eben auch dieser gesamte Bereich zum Beispiel Online-Banking ein sehr sensibler Bereich. Und wenn hier eben auch kriminelle Zugriff auf diese Systeme bekommen, dann sinkt natürlich das Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher in diese Dienste. Und daran haben natürlich dann zum Beispiel Banken auch kein Interesse. Was würde es jetzt für uns User bedeuten, wenn die Regierungen die Verschlüsselung umgehen könnten? Welche Dienste, die wir vielleicht im Alltag immer nutzen, wären davon betroffen? Eigentlich sehr, sehr viele Dienste. Also ich habe jetzt schon Online-Banking angesprochen, aber eben auch verschlüsselte Kommunikation über E-Mail oder auch verschlüsselte Kommunikation über Instant Messenger, wie wir sie zum Beispiel kennen. WhatsApp ist zum Beispiel sowas, wo verschlüsselte Kommunikation stattfindet, die dann aber eben durch die Zugriffe von Geheimdiensten eigentlich nicht mehr wirklich verschlüsselt ist. Auch dieses ganze Online-Bezahlsystem, auch HTTPS-Seiten, wo man zum Beispiel Login-Informationen eingibt, all das sind verschlüsselte Informationen, die über das Internet übertragen werden. All das würde man dann eben aufbohren, aufbrechen und eben nicht nur für Geheimdienste zur Verfügung stellen, sondern eben dann auch tatsächlich für Cyberkriminelle. Ja, zum Beispiel Großbritannien macht jetzt Nägel mit Köpfen, was die Netzüberwachung angeht, um effektiv gegen eben Cyberkriminalität und Terrorismus zu kämpfen, sollen die Sicherheitsbehörden viel mehr Kompetenzen bekommen. Neues Gesetz ist in der Mache und das wird von diversen Seiten ja auch wirklich stark kritisiert. Wie weit sind wir hier in Deutschland von neuen Gesetzen entfernt? Also es gibt vor allen Dingen seitens des Innenministeriums von Thomas de Maizière, unserem Innenminister, immer wieder entsprechende Forderungen, die in exakt die gleiche Richtung gehen, dass eben gesagt wird, wir müssen im Kampf gegen Terrorismus verschlüsselte Kommunikation einsehen können. Das ist natürlich großer Humbug, weil erstens werden dann natürlich diese Terroristengruppen auch auf andere Kommunikationswege ausweichen. Das hat man auch in der Vergangenheit immer gesehen, dass die relativ flexibel da sind und sich eben auch auf neue Gesetze einstellen. Und auf der anderen Seite führt es eben, wie gesagt, schon dazu, dass es eben nach hinten losgeht und dann eben auch Cyberkriminelle zum Beispiel Zugriff auf diese Daten bekommen können. Jetzt gibt es diesen gemeinsamen Brief. Viele Organisationen, Unternehmen, auch Einzelpersonen, aber auch ihr seid natürlich mit dabei, der Verein Digitale Gesellschaft, habt den verfasst. Der geht an die Regierung der Welt raus. Und was fordert ihr genau? Erzähl mal, was ihr da konkret gerne in der Zukunft haben möchtet. Also diesen Brief findet man erstmal auf einer gemeinsamen Kampagnenseite, die heißt securetheinternet.org und das ist eigentlich auch genau das Programm. Wir wollen das Internet schützen und da ist eben Verschlüsselung ein elementarer Bestandteil und deswegen fordern wir eben Regierungen auf der ganzen Welt auf, diese Verschlüsselung
zu stabilisieren, zu erhalten, also dass es wirklich sichere und starke Verschlüsselung gibt, dass es keine Hintertüren gibt, dass nicht zum Beispiel auch vorgegeben wird, dass Verschlüsselung also schwach verschlüsselt werden soll. Es gibt da sozusagen bestimmte Längen, wie lang so ein Schlüssel sein kann oder muss. Und hier versuchen wir eben mit dieser Kampagnenseite auf dieses Problem aufmerksam zu machen. Es ist nicht nur ein Problem, was in Europa existent ist oder in Großbritannien eben, sondern auch in den USA kommen solche Forderungen auf, in Indien, überall auf der Welt fordern eben vor allen Dingen Innenminister, dass eben Verschlüsselung geöffnet werden soll. Und hier setzen wir uns eben dann weltweit mit verschiedenen Organisationen dafür ein, dass dem Einhalt geboten wird. Was für guter Dinge seid ihr, dass man da vielleicht wirklich was mit bewirken kann? Also wir sind ganz optimistisch, denn zum Beispiel in den Niederlanden hat jetzt in den letzten Tagen die Regierung sich dafür ausgesprochen, dass eben Verschlüsselung sicher bleiben soll. Also es gibt eben auch offensichtlich Regierungen sogar in Europa, die sich da eben unseren Forderungen anschließen. Hier hoffen wir natürlich, dass die Niederländer dann sozusagen das Gegengewicht zu den Briten bilden und dass dann hier eine Debatte entsteht, dass dann auch öffentlich über dieses Thema diskutiert wird und wir uns dann dafür entscheiden, Verschlüsselung auch tatsächlich verschlüsselt zu lassen und nicht sozusagen den Sinn von Verschlüsselung aufzuheben. Das war doch ein schöner Schlusssatz, Alex. Ja, vielen lieben Dank, dass ihr zum ersten Mal hier wart. Die digitale Gesellschaft, der Verein wird öfter kommen jetzt zu Flux FM und euch auf dem Laufenden halten, was netzpolitische Themen angeht. Hintergrundinfos, Analysen und Beiträge könnt ihr eben auch verfolgen auf eurer Seite digitalegesellschaft.de und natürlich auch auf Twitter und Facebook. Das ist ja klar. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Ich euch auch. Und bedanke mich, dass du da warst. Flux FM in digitaler Gesellschaft.